Hallo Freunde Videospiele und willkommen zurück bei The Legend of Korra. Und ja, direkt geht's weiter. Und wir prügeln uns hier durch die roten und blauen Power Rangers hier. Ich benutze jetzt extra die Erde, damit ich die ein bisschen leveln kann. Kann man ein bisschen kombinieren zusammen. Ja, das funktioniert. Okay. Laufen wir weiter auf diesen komischen Gebilden. Also die Leute in der Stadt laufen auch mit diesen Dingern ganz normal hier rum. Verstehe ich das richtig? Naja, Riesenlöcher in der Stadt, da muss man ja irgendwie drüber kommen, ne? Wenn man hier wohnt, hat man natürlich ein Problem. Hat man keine Straßen mehr. Jetzt frage ich mich nur, wie kann ich Erde bändigen, wenn ich auf diesem Holzding stehe? Oh oh. Etwas komisch, ne, dass sie da bändigen kann. Aber naja, Logik und Videospiele sind so zwei Sachen, die passen nicht wirklich zusammen. Außer man spielt einen Simulator. Und das ist bestimmt hier kein Avatar-Simulator. Gegen die habe ich doch schon mal gekämpft, nur mit anderen Farben waren die. Oh. Ja. Einfach nur andere Farben. Das ist Charakterdesign. Ich könnte denken, dass ich das Spiel nicht mag, aber es macht mir Spaß. Ich finde es halt schade, dass sie sich da nicht mehr Mühe gegeben haben. Oh, ein neuer Move. Ich würde auch sagen, dass das Spiel wahrscheinlich von einer anderen Firma erst irgendwie vorentwickelt wurde und dann Platinum Games kam vielleicht nur fürs für das Kampfsystem? Keine Ahnung. So kommt es mir ehrlich gesagt ein bisschen vor. Weil das ist so untypisch Platinum Games, dass sie sowas abliefern. Wenn man sich Bayonetta 2 anguckt, was ja ohne Ende großartig geworden ist, hatte ich natürlich ein bisschen mehr erwartet von dem Spiel hier, von Legend of Korra, aber... Oh, Moment. Is coming from the spirit world. Yeah, I have the same feeling. Right when I came to, I saw something or someone. You need to get to the southern portal right away. I had a feeling leaving the portals open would come back to haunt me. Naga! Let's get to the docks. We need to catch a boat to the south pole. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder laufen. Ja. Okay. Na gut, was ich halt sagen wollte, es ist halt so untypisch für... Ah, okay, jetzt kann ich die Bänderfähigkeiten... Ah, okay, das ist cool. Verdammt. Naja, was ich sagen wollte... Und ich mal hier zum Punkt komme, ist einfach, dass man es einfach nicht gewohnt ist von Platinum Games, wenn man sich die ganzen Spiele von ihnen geguckt hat. Die haben sich zwar nicht gut verkauft, aber es waren eigentlich immer
super Spiele. Und ja, ist irgendwie komisch, dass das Spiel dann so schlechte Wertungen bekommen hat. Oh, verdammt. Also ich kann verstehen, warum es schlechte Wertungen bekommen hat. Also ich will das Spiel hier nicht besser schreiben, als es ist. Eigentlich schon. Weil es ist besser, als IGN zum Beispiel sagt. Muss ich einfach sagen. Aber das ist jetzt auch nicht das, was wir erwartet haben irgendwie. Oder was ich erwartet habe. Ich meine, das Kampfsystem ist super. Keine Frage. Nicht perfekt. Es ist jetzt kein Bayonetta, aber... Oder Devil May Cry. Aber besser als ein God of War. Naja, vielleicht auf dem gleichen Level, würde ich sagen. God of War ist ja auch nicht so extrem kombolastig, sage ich mal. Weil da reicht es ja auch nur, die erste Waffe zu spammen. Oh, fuck. Reden und sich konzentrieren ist echt schwer. Naja, aber mir macht's Spaß. Also warum soll ich's nicht spielen? Und es ist kein Vollpreisspiel. Also es gibt deutlich schlechtere Vollpreisspiele. Verdammt! Wo man 70 Euro hinblättert und weitaus weniger bekommt als hier. Und hier bezahlt man, ich glaube, 15 Euro kostet es. Und naja, ich denke mal 4-5 Stunden wird man damit Spaß haben. Und brauche ich mehr? Für 15 Euro? Ja gut, klar, man sollte immer mehr verlangen, natürlich. Aber das ist, denke ich, dem Preis auf jeden Fall entsprechend. Von der Länge her, ja halt, ich sag mal, ja, die Animationen sind super. Aber irgendwie, ja, wow, okay. Und ich hör mal auf, jetzt über das Spiel zu reden, weil das soll ja hier kein Review werden. Und wow, genießen wir einfach das, was wir haben. Und schauen uns einfach diese abgefahrene Action an. Oh, schon wieder so einer. Oh, Moment, der hat so ein Schild da. Große Roboter. Ach. Eben hat er es auch nur einmal gemacht. Oh, das ist cool. Läuft er mich nicht mehr normal an? Ich will den kontern. Ja, das kann ich nicht blocken, wenn da Strom dran ist. Ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es ein Item, das einem Slow Motion gibt, wenn man ausweicht. Das wäre cool. Ja, vielleicht müssen wir das freischalten. Keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall eine lustige Sache. Nein. Autsch. Autsch. Kannst du haben. Oh, oh, oh. Autsch. Och, das hätte ich blocken können. Müssen wir mal gucken, ob da Strom dran ist oder nicht. Dann kann ich das tatsächlich blocken.
Komm schon. Ach. Ja, der greift mich irgendwie selbst nicht an. Ah, jetzt aber. Yes. Ich mach hier einen Konter. Okay, jetzt der Rot. Machst du dreimal, richtig? Ja. Verdammt, das hätte ich blocken können. Ha! Bam! Aha, beim anderen kam keiner raus. Who are you working for? Some old guy from the South Pole with lots of money. I don't know his name. Please don't hurt me! What was he saying about extraction? He was rambling about some crazy idea he had. He said he could steal your chi or something. He said order will rise from the chaos. I told you everything I know. Now please, let me go. Mhm. Natürlich. Bomb. Guess I'm headed to the South Pole to get some answers. Auf zum Südpol. Okay. Das sind die ganzen Items. Dafür gibt es auch noch Spirit. Guck ich mal, ob ich mir ein paar Kombos kaufen kann. Ah, okay. Shop. Hello, Cora. Have a look around. Jetzt habe ich ja hier sowas, ne? Raise Earth from the ground and kick it. Oh. 40.000. Okay. Na, ich guck mal hier sowas. Nur wenn ich ausweiche, schieße ich dann wohl. Okay. Ah, den kaufen wir auch. Ich hab doch viel Geld hier. 8000 ist ja nix. Ist das hier? Ja, das ist so Leben bzw. Chi. Das brauche ich nicht. Oh Gott, die sind teuer, die Sachen. Aber das sind ja auch Sachen wie dieses Heal-Ding, das habe ich mir gekauft. Die halten ewig, deswegen sind die gut. Ja, das war's erstmal. Thank you. Come again. Und weiter geht's. Like someone knew I was coming. All right, let's do this. Bring it on. Sie sehen tatsächlich alle gleich aus. Ah, okay, jetzt immer wenn ich so einen Ausweich mache und zweimal drücke, dann schieße ich quasi noch so ein. Das ist cool. Und Level 4. Oh, schon. Wow, okay. Was? Beim Wasser habe ich noch nicht so viel. Wow, okay. Wenn ich dann noch zwei. Okay, ich war gerade abgelenkt. Nein. Da. Das ist cool. Dann sind die Angriffe ja auch viel größer.
Geil. Korra, this might be an opportunity to get your firebending back. Focus your anger. Use it to bring back your firebending. I need to tap into the fire inside of me. And I got a lot of that. Maintain your combat streak, okay. Ach, ich muss eine... Okay, verstehe ich. Ja, okay. Und tschüss. Und... Zack. Dann heizen wir mal die Stimmung etwas auf. Okay, noch kann ich natürlich nicht viel Kombos machen. Level 1, ich brauche erstmal hier meine Leiste da. Ich treffe noch nicht mal. Oh Gott, die Kombo ist ja mickrig. Und yay. Nein. Doch, ich habe die Leiste und eine neue Kombo bekommen. Oh. Alles. Oh, geht das auch mit Stein? Nee. Bam. Das Erdbändigen ist natürlich jetzt das Stärkste zur Zeit. Okay, jetzt habe ich leider über sie geredet. Sie meinte, ich muss zu dem Tor. Was da hinten geleuchtet hat. Es gibt halt leider auch keine Untertitel. Konnte ich leider nicht einschalten. So, jetzt müsste mir ja wieder warm sein, ne? Theoretisch. Oh, Flammenwerfer. I really wish Mako and Bolin were here to help right now. Another firebender would be nice. Even if it is my ex-boyfriend. Oh, hat sie da theoretisch gerade einen Spoiler erzählt? Na gut, hoffentlich. Hoffentlich nicht. Gibt es die zweite Season überhaupt schon auf Deutsch? Wäre cool, wenn mir das einer sagen könnte. Weil ich weiß es nicht. Ich hoffe es, weil die Serie ist super. Je schneller man sie sehen kann, desto besser. Die dritte Season läuft ja zurzeit in Amerika und ich glaube die vierte... Nee, ich glaube die dritte ist sogar schon fertig und die vierte fängt jetzt sogar schon an. Wird es, meine ich, so die letzte. Leider. Naja, gut. Muss ja immer irgendwann enden. Ich glaube, Avatar waren auch 4 Season. Ne, ich glaube, da waren es nur 3, ne? Weil für jedes Buch, also für jedes Element gab es quasi eine Season. Oh yeah. Und mehr Spirit Energy. Nice. Oh, jetzt ist das so riesig. Das Wasser. Diese Wasserpeitschen. Ah, ist cool. Wow. Oh ja. Oh. Nein. Die Kamera shiftet immer so nach rechts, dass ich immer denke, dass er dann von rechts kommt. Ah. Und weg mit dir. Mensch. Ja. Okay. Ach, das war so ein Autogramm von... Oh. Belin? Nee. Wie heißt denn der?
Mako und der Bruder heißt Beling? Keine Ahnung. Aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wenn ich ihn höre, weiß ich direkt, wer gemeint ist. Ein bisschen leveln hier Feuer. Na gut, machen wir erstmal Schluss und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein Like ist immer nett und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.